Es ist ein Krimi, ein Action-Theaterstück. Es ist eines der ersten, an die ich mich erinnern kann, in denen der Held oder unser Detektiv demontiert wird. Das ist was, das kam erst sehr viel später dann in Filmen wie 7 oder 8 mm erst wieder, also in richtigen Thrillern. Es geht um ein Verbrechen an einem kleinen Kind. Es geht um einen Mord, den Mord an der Gritli Moser, der scheinbar nicht gelöst werden kann, weil ganz viele Indizien fehlen. Irgendwelche Spuren? Nichts. Alles verschlammt nach diesem Regen. Keine Fußabdrücke. Ja, aussichtslos nach diesem Wolkenbruch. Wahrscheinlich mit einem Rasiermesser. Ich bin nur ganz zufällig vorbeigekommen. Ich spiele den obdachlosen Hausierer von Gunden. In dem Stück geht es um einen Mord. Den Mord an Gritli Moser. Der von unten, der Hausierer, findet die in betrunkenem Zustand im Wald, findet die Leiche und gerät dadurch natürlich auch in Verdacht des Mordes. Man ist scheinbar auf der Spur eines Serienmörders und natürlich ist der Druck dann sehr groß für die Polizisten, diesen Mord zu klären. Und sie versuchen, den zu klären und denken auch, dass sie es schon schaffen, also dass sie den Mörder gefunden haben, aber es zeigen sich dann doch wieder Schwierigkeiten auf. Rausklemmen, jetzt komm schon. Du kannst rauskommen, komm. Jetzt stell dich doch nicht so an. Komm, verrückt. Lass dich da raus, los! Eins! Du bist unser wichtigster Zeuge. Du musst uns helfen von unten. Raus, du? Was brauchst du denn? Du raus, Brisago. Du raus, echt, Brisago? Vorbestraft. Sexualdelikt an einer 16-Jährigen und jetzt findet er ein totes Mädchen im Wald. Gehen wir? Ja. Eigentlich habe ich gar keine Lust, an meinem letzten Nachmittag so einen Fall zu bearbeiten. Aber Dienst ist Dienst. Die Herausforderung an dieser Rolle ist die Zwiespältigkeit, also die Ambivalenz dieser Figur, die einerseits ein Kriminalkommissar ist, der seinen Job erledigen muss, auf der anderen Seite seine Arbeit nicht ohne emotionale Beteiligung erledigen kann. Und das führt natürlich zu Schwierigkeiten und Verwicklungen. Und als ich das den Ursula gefragt habe, ob ihr am Krimi etwas aufgefallen sei in der letzten Zeit oder ob sie jemandem begegnet sei, da sagte die Ursula, ja, das Krimi sei schon jemandem begegnet, aber das sei kein Mensch gewesen, sondern ein Riese. Und als ich fragte, ob der Riese den Gritli etwas geschenkt hatte, hat die Ursula gesagt, Igel. Der Riese sei voller Igel gewesen, ein Igelriese. Die Frau Moser ist die Mutter des ermordeten Mädchens und bekommt die Nachricht des Todes. Und ringt dem Kommissar das Versprechen ab, dass er den Mörder findet. Gut, Frau Moser.
Morgen können Sie das Grigli sehen. Ich werde Ihnen einen Wagen vorbeischicken, der Sie abholt. Auf Wiedersehen. Herr Kommissär, denken Sie an Ihr Versprechen. Die ganze Zeit. Dann ist es gut. Ich sehe meine Aufgabe als Regisseur so, dass ich versuche, Situationen zu schaffen, sofern sie nicht schon im Text stehen. Ich versuche, die Schauspieler im besten Fall zu orchestrieren. Für mich ist das Spannende in einer Theateraufführung, wenn die Schauspieler wie ein Orchester zusammenspielen oder auch wie in einer Komposition zusammenlaufen. Kulturlabor ist der Veranstalter des Theaterstücks. Also wir finanzieren das, wir machen die ganze Projektleitung und das Kulturlabor probiert die Kinder- und Jugendtheaterarbeit in Trier einfach auszubauen und sich da seinen Weg zu suchen. Wir haben ein Thema gewählt, das auch Erwachsene interessiert. Das ist ein Krimi, ein Action-Theaterstück und meine große Hoffnung oder was ich mir wünsche, ist, dass Eltern mit ihren Jugendlichen ins Theater gehen und die Jugendlichen später sagen, wow, das war gut, ich möchte da wieder hingehen, auch wenn ich alleine gehen muss.